Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live, Lead und Pray. Schön, dass du da bist, schön, dass du zugeschaltet hast. Ganz besonders freue ich mich über meine Gesprächspartnerin heute, dich Elisabeth. Schön, dass du dazugekommen bist. Danke für die Einladung. Elisabeth, wir werden heute ganz viel über das Thema Leiterschaft sprechen. Es ist ein Thema, das dir auf dem Herzen liegt, worüber du auch ein ganz tolles Buch geschrieben hast, Leiten auf weiblich. Aber vorher will ich dich noch ein bisschen vorstellen. Du hast Kommunikationswissenschaft und Medienmanagement in Erfurt und Mainz und Brisbane studiert. Du hast bereits mit 28 Jahren die Position als Leiterin des Marketing und der Marketing- und Presseabteilung eines Schweizer Verlags übernommen. Das machst du jetzt auch noch weiterhin. Mhm. Und dann steht hier auch noch, du wurdest 2019 für den Young Excellence Award der Börsenvereinsgruppe des Deutschen Buchhandels und als Young Talent vom Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband nominiert. Ganz herzlichen Glückwunsch. Danke. Also ich freue mich wirklich sehr, mit dir jetzt über das Thema Leiterschaft, über Frauen in Leitung zu sprechen. Meine allererste Frage ist gleich eine persönliche an dich. Wie war denn dein Weg in die Leitung? Was ist deine Geschichte gewesen, wie du in Leitung gekommen bist? Ich glaube, ich habe einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und bin da so reingerutscht, würde ich sagen. Mhm. Meine Eltern waren schon immer sehr engagierte und aktive Menschen, die in der Kirche aktiv waren und auch da Verantwortung übernommen haben. Und ich würde sagen, sie haben es mir vorgelebt, dass man einfach prägen kann und Teil sein kann von etwas und ja Verantwortung übernehmen kann und sollte, wenn man dazu fähig ist. Und sie haben mich zumindest nie davon abgehalten, Dinge auszuprobieren. Und ich habe dann bei einer Jugendzeitschrift mitgemacht und ich fand das Schreiben schon immer toll und spannend und wollte das einfach ein bisschen lernen und mich ausprobieren. Nach ein paar Jahren hat man dann einen neuen Chefredakteur oder Chefredakteurin gesucht. Mhm. Und ich habe dann gedacht, ja, also ich studiere ja sowas Ähnliches, das wird jetzt noch gut passen. Und habe gesagt, das würde ich machen. Mhm. Und dann hat man mich auch gelassen. Also da war ich Anfang 20, habe meinen Bachelor fertig gemacht, war 21 oder so. Mhm. Und mitten im Umzug und dann den Master hinterher geschoben. Und in dem Ganzen habe ich angefangen, die Redaktionsleitung zu übernehmen. Und das war so der erste richtige große Führungsauftrag in dem Sinne, würde ich sagen. Mhm. Genau, und in der Gemeinde habe ich mal die Frauengruppe geleitet und mal verschiedene Bereiche einfach auch, die nichts mit dem Schreiben zu tun hatten. Mhm. Genau, und ja, da durfte ich mich ausprobieren und meine Fähigkeiten schärfen oder gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Mhm. Welche Faktoren waren denn entscheidend für dich, dass du gemerkt hast, ich habe Leitungsbegabung? Wurdest du besonders ermutigt? Hattest du einfach viele offene Türen, um Leitung auszuprobieren? Was waren so die entscheidenden Faktoren? Also mir hat jetzt nicht jede Woche einer auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Elisabeth, du machst das so toll, du bist zum Leiter berufen. Eher nicht. Also es hat mich, ich glaube, die Leute haben mich machen lassen und das war für mich Ermutigung genug. Manchmal sagt man ja, nicht geschimpft ist genug gelobt. In so einem Umfeld war ich ein bisschen drin. Und ich habe immer gedacht, auch jetzt im richtigen Job, wo man richtig Geld dafür kriegt, dass man leitet, da habe ich immer gedacht, jedes Jahr, was ich durchhalte und was die mich leiten lassen, das ist ein super gutes Jahr. Mhm. Das nehme ich mit, weil ich nur davon dadurch lernen kann. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir da in dem Sinne keine Steine in den Weg gelegt wurden oder so, sodass ich einfach das schon als Ermutigung genommen habe. Mhm. Weiterzumachen. Mhm. Okay.
Und dann warst du jetzt in deiner ersten Stelle als Redakteurin, ja? Als Leiterin, ja, als Redakteurin. Und du hast mir im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, dass die erste Stelle nicht so verlief, wie du dir das vorgestellt hast. Willst du da mal ein bisschen tiefer reingehen? Genau. Ich habe bei einer Zeitschrift gearbeitet, frisch nach der Uni. Ich war noch nicht mal ganz fertig und habe dann schon den ersten Job gehabt. Und es war ein Traumjob, da wollte ich immer hin. Mhm. Und musste reinfinden und überhaupt erstmal auschecken, wie ist das überhaupt im richtigen Arbeitsumfeld. Und dann nach der Probezeit wurde ich gekündigt, also entlassen, weil sich doch der Chef vielleicht was anderes vorgestellt hatte als ich. Und das war hart, das war so die krasse Niederlage, dass ich dachte, ja, bin ich hier überhaupt richtig oder was mache ich überhaupt? Es war ja noch nicht mal eine Leitungsposition, in der ich war. Zumindest nicht wirklich. Und da habe ich schon an mir gezweifelt und habe gedacht, jo, vielleicht ist der Weg doch falsch, oder? Ja, also für einen Berufsstart war das schon ziemlich happig. Ja. Und dann habe ich in Basel angefangen im Verlag und war die ersten 2 Jahre eigentlich nur damit beschäftigt, dass ich den Job nicht auch noch verliere, sondern dass ich mich beweisen kann und behaupten kann und auch den Leuten zeigen kann, dass ich kann, was ich tue. Mhm. Und habe ich zum Glück auch geschafft, sodass ich nach 2 Jahren hat man mir dann die Stelle als Abteilungsleiterin angeboten. Mhm. Und das ist eigentlich, allein schon der Weg ist krass, du wirst rausgeschmissen, zum 2 Jahre später hast du einen Job, um den sich viele Leute vielleicht auch reißen würden. Und ich habe ihn gekriegt. Also ja, das macht was mit einem. Also vor allem gedanklich darf man sich nicht mehr als der Loser sehen oder dieses Imposter-Syndrom, was dann kommt, dass man Angst hat, was ist, wenn die Leute entdecken, dass ich es wirklich nicht kann. Der erste Chef hat es ja auch schon rausgefunden. Ja. Was ist, wenn der zweite es auch merkt, dass blockiert einen innerlich. Und davon musste ich mich lösen irgendwann. Wie hast du das geschafft, als du dann bei der ersten Stelle gekündigt worden bist? Wie hast du es geschafft, dein Mindset zu verändern und in der zweiten Stelle dann trotzdem Gas zu geben und nicht so in diese Opferrolle zu fallen? Also einmal ganz praktisch habe ich nur versucht, exzellente Arbeit abzuliefern und war aber unsicher und habe mir immer regelmäßig Feedback eingeholt, auch von meinem damaligen Vorgesetzten. Und ich habe dann nach 3 Monaten habe ich ängstlich gesagt, du, ich hätte gerne mal ein Gespräch und kannst du mir Feedback geben? Und er hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll, ist alles in Ordnung. Dann habe ich gemerkt, okay, es ist gut, so wie es ist. Mhm. Und ich habe sehr viel auch von meinem alten Chef gelernt, von dem meinem Abteilungsleiter, der war nur ein paar Jahre älter als ich. Und der hat mir alles gezeigt und mich in alles reingenommen. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, die es gebraucht hat, um dann irgendwann zu wissen, okay, ich kann das auch alleine. Und er wertschätzt die Arbeit, die ich mache. Mhm. Und genau, das hat schon geholfen. Mhm. Aber es ist immer noch manchmal da, das weiß nicht, ob du das kennst, aber klar. Dieses Gefühl von, ja, es ist ja auch immer ein bisschen Marketing dabei, auch wenn man dann das Buch, als ich das Buch geschrieben habe, um Autorin jetzt bin, das lässt sich nicht so leicht abschütteln, aber muss ich einfach sagen, doch, ich bin befähigt, Gott hat mir auch Gaben geschenkt und die kristallisieren sich ja immer mehr raus und man übt auch, je öfter man etwas macht, desto besser wird man einfach. Mhm. Genau. Und dass man diese negativen Glaubenssätze einfach nicht mehr glaubt. Klingt einfach, aber ja. Ich habe noch eine Frage zu dieser Geschichte. Was denkst du, woran lag es, dass es in der ersten Stelle so nicht geklappt hat, aber dann in der zweiten Stelle ja fast das Gegenteil passiert ist? Ich muss sagen, ich habe irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, eine grundsätzliche Unsicherheit, die ich damals noch hatte und eine andere Art von Kommunikation auch. Also das ist was, das daran arbeite ich immer noch, dass ich sagen muss, woran arbeite ich gerade, dass
oder was habe ich für Erfolge gefeiert? Das ist vielleicht auch für Frauen manchmal schwierig, dann zu sagen, das habe ich gemacht, das ist mir gut gelungen, und das habe ich vor, selbst wenn es am Ende nicht funktioniert oder im Sande verläuft, aber man hat es gesagt und es ist irgendwie präsent. Ja, so ein bisschen in die Richtung. Ganz genau, ich muss sagen, in dieser Situation, in der man mir gesagt hat, also Elisabeth, das war es jetzt, ich habe nur noch diesen Satz gehört und dann danach weiß ich nicht mehr viel. Also wahrscheinlich haben sie es auch begründet, aber, aber das ist ja, das ist so ein Schockmoment, dass man da nicht mal richtig hinhört. Genau, ja. Also ich habe einfach versucht, jetzt das Beste draus zu machen. Ich glaube, du hast gerade auch einen sehr, sehr guten Punkt erwähnt, dass es gerade uns Frauen manchmal schwerfällt, auf das stolz zu sein, was wir denn tun und das auch zu kommunizieren, das andere wissen zu lassen, weil wir vielleicht denken, oh, kommen wir dann stolz rüber oder sind wir dann nicht demütig genug? Aber mit wahrer Demut hat das ja überhaupt nichts zu tun. Nein. Und das ist auch was ich selber lernen musste. Ich habe jetzt ein Business Coaching angefangen und werde von einer ganz tollen Frau begleitet, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie komme ich in meinem Leiten manchmal auch an Grenzen. Und das war einer der Punkte, dass ich gar nicht wusste, dass so ein Glaubenssatz auch von früher, von zu Hause, du musst immer schön demütig bleiben. Die Leute mögen dich, weil du so schön demütig bist und du machst so viel und du kannst auch viel und weil du bist immer so schön demütig. Und dann davon muss man sich befreien, weil diese falsche Demut, die hält einen von total viel ab. Also die hält mich davon ab, auch erfolgreich zu sein. Und die hält mich davon ab, mich zu zeigen, mich als Elisabeth, mich als Leiterin. Und die hält mich davon ab, gewisse Positionen vielleicht auch zu vertreten. Und das ist befreiend, wenn man sich die Frage stellt, was haben andere Leute davon, wenn ich mich zeige, wenn ich diese bisschen falsche Demut mal zur Seite stelle und sag, hey, das bin ich, das habe ich gemacht. Ich habe immer gedacht, ja, die Leute finden mich dann arrogant oder das will ja auch keiner hören, was alle anderen erreichen und die eigenen, und man wird so konfrontiert mit dem eigenen Leben, was man nicht genug gelebt hat oder Dingen, die man nicht geschafft hat. Und dann habe ich erkannt, dass ich auch damit doch andere Leute inspirieren kann, sie dazu inspirieren kann, selber ihr Leben in die Hand zu nehmen oder Dinge anzugehen, die sie immer machen wollten. Ja. Genau. Also, Gute Erkenntnis. Es ist ja genug Platz für alle. Ja. Nur wenn wir, ich nehme mal das Bild, wenn wir unser Licht strahlen lassen, heißt es nicht, dass jemand anders ihr oder sein Licht nicht strahlen lassen kann. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir alle werden heller, wenn jeder sein Licht strahlen lässt. Ich habe mal vor einigen Jahren, ich glaube von Danielle Strickland war das, eine ganz tolle Definition von Demut gehört. Sie, ich muss das jetzt mal aus dem Englischen spontan übersetzen, sie hat gesagt, wahre Demut ist, mit Gott zu, to agree with God, who I am. Also mit Gott einverstanden zu sein, wie ich bin oder wer ich bin. Und das finde ich ist eine gute Definition. Also es schützt uns, weder zu überhöht von uns zu denken, aber auch eben nicht zu niedrig von uns zu denken. Ja, sehr schön. Du hast dann dieses Buch geschrieben. Ja. In welchem Jahr war das? Gott Imposter. 2019 hast du es geschrieben? Mhm. Ja. 2020, glaube ich. Also es war so gerade Anfang Corona. Okay. Und wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast oder wurdest du angefragt? Wie kam es dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Ich habe mir war meine Idee, ich habe es mir selber überlegt und bin auf einen Verlag zu, den Verlag meiner Wahl, bei dem ich jetzt auch das Buch veröffentlicht habe. Und habe gesagt, ich würde gerne gesammeltes Leiterschaftswissen prägnant rausbringen. Kann natürlich selber als junge Frau nur auf begrenzte Erfahrungen zurückgreifen und wollte mir deswegen, also Antworten auf die brennendsten Fragen, die ich selber hatte, Antworten holen von anderen Frauen, die eben erfahrener sind, die auch in der Praxis schon viel und länger geleitet haben als ich.
Weil ich das Gefühl hatte, es gibt unglaublich viele Führungsliteratur und Managementliteratur, aber A, wenig für Frauen und im christlichen Bereich eigentlich gar nicht. Mhm. Außer wirklich schon ältere Bücher oder eins, das ich gefunden hatte. Mhm. Und ich habe da für mich einen Bedarf, einen persönlichen Bedarf entdeckt und habe gedacht, wenn ich mich jetzt auf die Suche mache, wäre es doch eigentlich cool, ich könnte das teilen. Weil ich glaube, es gibt viele junge Frauen, die eben entweder nicht wissen, dass sie überhaupt leiten können und vielleicht so wie ich in so eine Leitungsposition auf einmal reinkommen, obwohl sie gar nicht danach gestrebt haben und sich dann fragen, okay, ja, jetzt habe ich halt die Position, vielleicht habe ich einen Mitarbeiter, was mache ich jetzt mit denen? Also, wie fühle ich die jetzt? Oder wie muss ich die jetzt verhalten oder so? Ich habe dann immer gedacht, ja, muss ich mir jetzt einen Anzug, also so einen Blazer noch kaufen oder wie muss ich mich jetzt anders kleiden und anders ins Büro, damit die Leute mich jetzt ernst nehmen, weil ich habe eine andere Position. Und auf die Fragen habe ich ein paar Antworten gesucht. Genau, und so ist es entstanden. Ja, sehr, sehr cool. Ich bin so froh, dass dieses Buch und auch echt so ein Buch von einer Frau herausgekommen ist. Mal gleich eine inhaltliche Frage. Was bedeutet denn Leitung für dich? Wie würdest du Leitung definieren? Für mich ist Leitung unabhängig von einer Position, sondern vielmehr vielleicht Charakter oder einfach, dass jemand Verantwortung übernehmen kann und möchte. Und meistens sind das Menschen, denen andere Menschen automatisch folgen. Die strengen sich gar nicht an. Mhm. Es müssen auch nicht immer die charismatischen, dominanten Typen sein, sondern glaube, ich habe selber gemerkt, dass die Leute mir auch folgen oder wahrnehmen, was ich sage oder so. Und das ist ganz unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich was zu sagen hatte oder nicht. Genau, also jemand, der Leitung ist für mich prägen und ja, etwas verbessern wollen, etwas, ja, so was Aktives irgendwie. Ja. Was liebst du persönlich am Leiten? Dass ich die Möglichkeit habe, tatsächlich was zu verändern. Also ich mag das nicht so gern, so passiv zu sein oder die Dinge hinnehmen zu müssen, wenn ich weiß, ich könnte sie ändern. Und nicht, weil ich denke, ich habe immer die besten Lösungen, sondern einfach, weil ich glaube, dass auch unterschiedliche Sichtweisen gesehen werden müssen. In dem Fall gerade auch die von Frauen, über die ja oft auch, ich sag mal, bestimmt wird oder für die entschieden wird, die sie aber selber eigentlich ganz anders machen würden vielleicht. Genau. Also, dass ich teilhaben kann an etwas Größerem, was nicht nur meinen kleinen Alltag betrifft, sondern vielleicht was eine Firma betrifft, eine Gemeinde oder so. Und auch, ja, Menschen dazu befähigen, ja, also auch ihre Talente zu entdecken und sie in die Richtung zu führen, wie sie selber entdecken, was sie bewegen können. Ja, total, total gut. Also im Grunde genommen ist es ja Einfluss nehmen. Ich musste gerade so an die Definition, glaube ich, von John Maxwell denken. Er hat Leiterschaft ja so simpel irgendwann mal definiert. Leiterschaft ist Einfluss nehmen oder Einfluss haben. Und manchmal machen wir das ganz intentional, ne? Weil wir in einer Rolle sind. Und manchmal, und deswegen fand ich das auch so gut, dass du gesagt hast, man muss gar nicht in einer Rolle sein und trotzdem kann es sein, dass man leitet, ja, also man muss nicht in einer bestimmten Position sein, um zu leiten. Und mein Eindruck ist, dass bei ganz vielen Frauen so diese Leiterschaftsidentität noch nicht ganz da ist. Ich habe das jetzt auch mit meinem Podcast häufig erfahren, wenn ich dann eine Folge zur Leiterschaft hatte, zum Beispiel Krisen in Leiterschaft mit Evi Rodemann. Und dann haben einige Frauen sich diese Folge angehört und fanden sie toll. Meinten dann so, ja, ich fand die Folge total toll, auch wenn ich ja keine Leiterin bin. Und aus meiner Perspektive, ich kenne ja diese Frauen, die mir dieses Feedback geben,
würde ich sagen, nein, du bist Leiterin, du hast Einfluss in deinem Zuhause, auf deine Kinder, auf deine Familie, in deine Gemeinde, du hast Einfluss. Und ich wünschte mir, dass wir ein bisschen auch da mutiger sind, so diese Leiterschaftsidentität anzunehmen. Ja, ja. Das habe ich auch gemerkt, bei auch der Titel Leiten auf weiblich ist ja schon, er ist ein bisschen provokativ, glaube ich. Ich vermute, dass er auch einige davon abhält, das Buch überhaupt zu lesen, also vor allem Männer, weil die denken, das ist nichts für sie, aber es geht eigentlich um grundsätzliche Leitungsprinzipien oder Erfahrungen. Und auch viele, die sagen, ja, ich leite ja noch nicht, also ist das nichts für mich. Genau die gleichen Erfahrungen hatte ich auch. Und da müssen wir, glaube ich, muss man ansetzen, dass man eben dieses Denken von, ich habe eine Position, jetzt lese ich mal so ein Buch, dass man davon wegkommt und eigentlich, genau, dass man diese Sphere of Influence, also den Bereich, den man beeinflussen kann, ja. Familie, natürlich nicht nur, sondern auf der Arbeit oder wo auch immer, ja. dass man überhaupt weiß, dass man ihn hat und dass man ihn nutzen kann. Ja. Also gerade als Frauen und als Mütter, die haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie ist die Stimmung zu Hause, wenn die Mutter gestresst ist oder schlecht gelaunt, das spiegelt sich auf alle wieder. Mhm. Und man muss eigentlich zusehen, happy wife, happy life ist manchmal. Also einfach bewusst werden, auch wenn ich denke, ich habe keine Verantwortung oder so, man hat sie doch. Mhm. Und genau. Mhm. Was denkst du, woran liegt das? Ich habe mich das gerade kurz gefragt. Liegt das so ein bisschen an der Erziehung, was vielleicht stärker in Mädchen und stärker in Jungen hineingesprochen wird oder auch wurde? Hast du da eine Idee? Ja, genau. Erziehung, ich meine, heutzutage, die Entwicklung gehen ja dahin, dass zum Glück auch, ich meine, geht schon beim Spielzeug los, Spielzeug mehr oder weniger neutral ist. Das heißt, es gibt, habe gerade gestern gesehen auf Instagram, es gibt eine Barbie, die ist Ärztin und es gibt eine Barbie, die wird als Konditorin dargestellt. Also um zu zeigen, es ist nicht besser oder schlechter, sondern man entscheidet sich einfach für einen Weg. Mhm. Vielleicht ist es auch gerade in einem christlichen Umfeld, in dem man sich bewegt, nochmal tiefer geprägt, dieser Glaubenssatz, dass ich als Frau ja eigentlich gar nicht leiten darf. Maximal die Familie, aber ja nicht im Beruf und auch keine anderen Männer oder so. Also je nachdem, wo man aufgewachsen ist, hört man vielleicht auch unterschiedliche Sachen und ist unterschiedlich empowered, sag ich mal, also befähigt und wird unterschiedlich gefördert. Das kann schon auch daran liegen. Oder aber, dass die Hürden manchmal so groß sind, dass Frauen sagen, das ist mir viel zu anstrengend, das mache ich gar nicht erst. Mhm. Also so ein, ich sag mal, Machtgehabe oder dass jeder eigentlich nur die Ellenbogen ausfährt und man so gucken muss, wo man bleibt und dass man gehört wird und einer lauter schreit als der andere. Mhm. Da kann ich schon auch verstehen, dass Frauen dann sagen, nee, das ist nichts für mich, nee, Leitung. Ja, spannend, dass es gleich damit so assoziiert wird. Ne? Da braucht es vielleicht beides, auch ein Mindset-Wechsel von Frauen, aber auch ein neues Verständnis von Leiterschaft, ganz grundsätzlich. Und da hilft es ja gerade auch, wenn Frauen in Leiterschaft reinkommen. Ja, ich musste gerade an meine persönliche Geschichte denken. Also in der Hinsicht bin ich relativ froh, dass ich nicht ganz christlich aufgewachsen bin. Also ich komme nicht aus einer klassisch christlichen Familie, schon mit christlichen Werten, aber ein Satz, der mir bis heute in meinem Kopf eingeprägt ist, ist der Satz meines Vaters, der mir gesagt hat, du kannst alles machen, was du willst als Frau. Und dieser Satz hat mich so geprägt und als ich dann zum Glauben gekommen bin, Christ geworden bin, erinnere ich mich noch, dass ich schon ein wenig geschockt war, wie in einigen, nicht überall, überhaupt nicht überall, ich will es gar nicht pauschalisieren, aber wie in einigen christlichen Kreisen so ganz grundsätzlich das Frauenbild ist, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt innerhalb einer Gemeinde leiten dürfen oder nicht.
Und da braucht es echt ein Change. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es da, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich Veränderung gab. Aber dieser Satz meines Vaters prägt mich bis heute. Und heute würde ich sagen, ich kann alles machen, wozu mich Gott berufen hat. Ne? Also es gibt Grenzen. Aber ja, genau. Das auch ist zu wissen, ich muss nicht alles machen, obwohl ich es könnte. Ja. Liegt ja oft nicht daran, dass wir das alles wollen und das vielleicht auch alles gut für uns wäre, wie du sagst. Mhm. Wenn Gott uns nicht beruft für manche Dinge, dann ist es mühsam. Ja. Aber allein die Möglichkeit zu haben, dass wir eben teilhaben können an dem Ganzen, ja, beeindruckend und wichtig. Ich komme aus einer Gemeinde, in der man viele Jahre diskutiert hat, ob Frauen zum Predigtdienst zugelassen werden. Mhm. Und ich habe mich, habe ich noch studiert damals, da war das sehr akut und ich habe mich das immer gefragt und habe gedacht, was ist an mir falsch? Was ist an mir falsch, dass man mir das oder Frauen oder auch mir persönlich vielleicht nicht zutrauen würde? Mhm. Gott hat mich doch gut gemacht. Warum? Also das hat mich in so eine, wie eine Identitätskrise gestürzt, auch mit der Kirche. Ja. Und das Resultat daraus war, dass ich gesagt habe, gut, also wenn die Kirche nicht mein Platz ist, dann gehe ich woanders hin. Ja. Dann gehe ich in die Wirtschaft. Da ist es ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Und das ist eigentlich schade, weil gerade auch in Gemeinde und in Kirche fehlen uns die Frauen. Und die wenigen, die es tun, also das ist wirklich hartes, die sind richtig hart im Nehmen, sage ich mal. Mhm. Auch Pastorinnen, je nachdem, wo man arbeitet. Und jetzt langsam ist die Kirche, also meine Kirche dabei, dass sie Frauen auch zulässt. Und das war, glaube ich, ein harter Weg. Und das wird auch noch nicht einfach sein. Mhm. Aber das Potenzial, was vielleicht in der Zeit schon weg ist und was vielleicht auch nicht wieder kommt, also das ist, finde ich, fatal. Mhm. Genau. Und dann zu merken, an mir ist nichts falsch. Mhm. Ich bin zwar eine Frau, aber ich bin trotzdem auch fähig zu Dingen und ich kann einen wertvollen, ergänzenden Beitrag leisten. Ja. Es geht ja auch nicht darum, dass Frauen jetzt die Weltherrschaft an sich reißen wollen, so Pinky und Brain auf weiblich oder so, diese Mäuse, die die Weltherrschaft wollen, sondern einfach Teilhabe haben. Das reicht schon. Ja, absolut, eben gemeinsam mit Männern, weil beide was dazu zu geben haben und wir uns echt gut ergänzen können, wie du es auch gerade schon gesagt hast. Ich habe dich gerade gefragt, was du am Leiten liebst. Was fordert dich denn am Leiten heraus, so dich ganz persönlich erstmal? Herausfordernd finde ich, eine Entscheidung treffen zu müssen, mit dem Wissen, dass sie falsch sein könnte. Also wir müssen jeden Tag viele Entscheidungen treffen und ich versuche immer die bestmöglichste zu treffen, die alle zufriedenstellt und die mir auch nicht schadet, sage ich mal so. Aber was dahinter steckt, ist eigentlich eine Angst, nämlich die Angst, dass die Leute mich nicht mögen, wenn ich falsch entscheide. Dass sie rausfinden könnten, ja, sie kann es ja doch nicht. Haben wir ja gesehen, hat ja falsch entschieden. Ein guter Leiter hätte ja richtig entschieden. Frauen können es halt nicht. Also es ist man hat da schon eine Last. Ja. Aber das sind, glaube ich, viele innere Herausforderungen, die man bewältigen muss. Das abzulegen, dieses Gefühl, everybody's darling zu sein oder die Angst, die Leute mögen mich nicht mehr. Mhm. Die Erfahrung zeigt ja doch, dass die Leute mich doch mögen. Absolut, das erstmal. Und dann hat das ja, ich glaube, da müssen wir uns von befreien, gerade auch wieder wir Frauen, vielleicht nochmal mehr, gar nicht, ich glaube Männer schon auch. Ich hatte in meinem letzten Interview ein Gespräch mit einem Mann, mit einem Pastor, der auch sagt, eines der Dinge, die er wirklich für sich lernen musste, ist aufzuhören, allen gefallen zu wollen oder es allen recht zu machen. Ich musste an einen Satz von Rick Warren denken, der sagt, wenn du alle glücklich machen möchtest, dann werde nicht Leiter, sondern dann werde Eisverkäufer. Ja. Fand ich eine spannende Illustration. Aber ja, Leiterschaft hat
nichts damit zu tun, es allen recht zu machen, ne, sondern eine gute Entscheidung für die Menschen, aber auch für die Vision und fürs Vorankommen zu treffen. Ne? Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite wieder vom Pferd fällt und sagt, ja, ich bin ja nicht dafür da, dass es für dich kuschelig ist, sondern du musst halt machen, was ich sage. Also ja. Das ist die Gefahr, dass man zu einem Leiter wird, der seine Leute nicht mehr sieht. Das ist ja eigentlich das Asset. Ja. Und ich finde es immer schön, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber oder mein Vorgesetzter, der interessiert sich für mich als Elisabeth. Ja. Nicht nur für meine Arbeitskraft, sondern für das, was ich bin, was ich darstelle oder auch meine Wünsche und Ziele. Und das Gefühl, das vergisst man oft in der großen Vision oder in dem Bestreben, gute Entscheidungen zu treffen. Trotzdem ist es, das ist ja gerade die Herausforderung und manche lieben diese Herausforderung, alle mitzunehmen und diesen Veränderungsprozess für alle gut zu kommunizieren, wo man doch manchmal einfach sagen würde, komm, wir machen das jetzt so, alle mir nach und ich folge und gucken hinterher, ob es gut war oder nicht. Da braucht man so viel Weisheit, finde ich. Und diese Weisheit, die kommt nicht nur aus mir heraus. Da wäre ich ja schon längst am Ende von meiner Leitungskarriere oder Weisheit, weil man das oft einfach nicht weiß, wie es richtig ist zu entscheiden. Und ich habe dann gedacht, also so wie ich jetzt verfahre, ist quasi, ich entscheide jetzt. So mit allen Informationen, die ich jetzt habe, bestmögliche Entscheidung. Ja. Vielleicht ist sie in einem Jahr, würde ich sagen, hätte ich anders gemacht. Aber dann weiß ich auch mehr. Mhm. Also dass man sich nicht noch schlecht fühlt oder sich nicht noch im Nachhinein abbietet quasi, also noch selber schlecht fühlt, weil man damals vielleicht nicht so gut entschieden hat. Passiert halt auch. Ja, das hilft überhaupt nichts. Ne? Gibt es einen weiblichen Leitungsstil? Gibt es da Tendenzen? Was ist da Meinung? Also mein Buch heißt ja Leiten auf weiblich, aber eigentlich glaube ich nicht, dass es einen spezifisch weiblichen Leitungsstil gibt. Man sagt natürlich, es gibt Eigenschaften, die eher Frauen oder eher Männern zugeschrieben werden. Also Frauen sind vielleicht tendenziell eher harmoniebedürftiger, während Männer konfliktfreudiger sind oder Männer sind vielleicht dominanter und Frauen ein bisschen zurückhaltender oder so. Aber da ist ja jeder unterschiedlich. Also das hängt eher von Persönlichkeit ab als vom Geschlecht. Und trotzdem gibt es ja da stehen eben Frauen vor anderen Herausforderungen als Männer und schon allein deswegen ist es ja eine weibliche Art, mit den Dingen umzugehen. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, es hat auch ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Ja. Also es gibt Männer, die sind Chef, aber sie haben Angst vor Konflikten und führen nicht deshalb nicht, weil sie auch gemocht werden wollen. Also es ist nicht, man kann nicht sagen, ja, das sind nur die Frauen, die sich nicht trauen, mal den Mund aufzumachen, sondern vielleicht ist es Charakter, vielleicht ist es Prägung, man weiß es nicht. Also ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg finden und jeder darf ihn finden. Und vor allem habe ich mich immer gefragt, ob ich das jetzt einfach Männer kopieren muss. Muss ich jetzt auch so auftreten wie Männer? So. Ein bisschen, also ich überspitze das mal, wie ich so mal wahrgenommen habe, ein bisschen laut und dominant und ich meine, muss ich mir jetzt ein kantiges Sakko anziehen, damit die Leute oder ein Blazer mit Leuten das Gefühl haben, ich bin ein bisschen wie ein Mann. Und dazu tendieren wir ja dann, dass man die Weiblichkeit aus der Leitung wegrationalisiert, weil man denkt, dann bin ich nicht mehr professionell und dann nehmen die Leute mich nicht ernst. Wenn ich jetzt mit einem Brüschchen und so. Immer auch in der Politik ganz, fand ich immer sehr spannend, wie meine Angela Merkel hatte ja ihren Signature-Style irgendwie immer gleich. Das hat vielleicht auch funktioniert, aber die Annalena Baerbock zum Beispiel, die ist anders. Also die kleidet sich auch anders und auch wenn wir Frauen es vielleicht nicht mögen, so
auf Themen wie Klamotten und Beauty zu reduziert zu werden, aber es ist ja nach wie vor ein Thema für uns. Solange man uns auf die Rocklänge und auf die Brüste guckt, müssen wir uns auch damit beschäftigen. Ja, absolut. Das ist mein alltägliches Brot. Wenn ich mich am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst wieder irgendwie eine halbe Stunde vor dem Spiegel verliere, weil ich gucken muss, wie ich mich am besten anziehe. Ne? Irgendwie will ich auch eine Stärke in der Weiblichkeit, die weibliche Stärke herausholen. Aber ich muss schon auch sagen, ich glaube, so ganz am Anfang meiner Leitungsverantwortung habe ich mich schon stärker auch männlich angezogen und habe schon auch gemerkt, dass das, glaube ich, was, dass es einen Unterschied gemacht hat irgendwie und ich da irgendwie anders angesehen wurde, als wenn ich da in einem pinken Kleid angekommen wäre. Gut, das würde ich auch heute nicht, weil es einfach nicht zu mir passt. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist es ja voll in Ordnung, ja, wenn das zu einer Frau passt. Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass Klamotten oder auch im Beruf so eine Art Kampfanzug sind. Das hatte auch eine meiner Interviewpartnerinnen so gesagt. Das fand ich sehr beeindruckend. Die habe ich auf einer Buchmesse kennengelernt. Und die hatte so richtig geile Glitzerpumps an. Alle so ein bisschen im schwarzen Business-Outfit und sie kommt mit diesen geilen Schuhen. Und ich habe mich ja schon gefragt, wie man den ganzen Tag auf einer Messe mit so Schuhen laufen kann. Ja. Aber also das fand ich jetzt beeindruckend. Und deswegen habe ich genau sie ausgewählt, um mit mir über auch Kleidung zu sprechen. Und sie hat dann gesagt, dass sie für manche Gespräche zum Beispiel sich bewusst eben vielleicht auch bewusst so ein bisschen männlich anzieht, um in Kampfbereitschaft zu sein oder sich besonders gut fühlen will und die Klamotten dementsprechend auswählt, weil man weiß, es ist jetzt wichtig für mich und wenn ich zu Hause bin, kann ich das wie ein bisschen ablegen auch. Ja. Kann ich wieder in meiner Jogginghose laufen oder im, wie auch immer. Ja. Ja. So, ja. Genau, es ist, ja, es macht was mit uns und es ist wichtig. Ja, absolut. Was glaubst du, außer Kleidung, was sind so spezifisch weibliche oder ja, Herausforderungen für Frauen in Leiterschaft? Ich glaube, schon allein, also das Buzzword Vereinbarung ist eine Herausforderung, an denen Frauen nicht vorbeikommen. Und schon allein das hindert manchmal. Also wenn man Familie hat oder haben will und sich überlegt, wie mache ich das dann später? Schon allein von der Struktur her werden Führungspositionen Frauen mit einem Kind schon, das vielleicht noch klein ist, schon oft gar nicht erst angeboten. Ich habe eine Freundin, die hat auch so Potenzial, Führungspotenzial, und die hat gesagt, so wie sie das erste Mal schwanger war, war sie wie weg von der Bildfläche, und weil die Leute gar nicht mehr damit rechnen, dass man es vielleicht auch will. Also schon allein die strukturelle, die Struktur behindert uns, dass Meetings manchmal zu spät angesetzt werden, um 4 oder so, wo Mütter vielleicht die Kinder abholen müssen oder dann schon zu Hause sind oder wie auch immer. Das trägt, glaube ich, schon auch mit dazu bei. Meinst du, dass braucht es da eine Veränderung in der Struktur oder vielleicht auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie man es in der Familie handhabt? Ja, kommt drauf an. Also welche Voraussetzungen man hat, ob beide arbeiten oder nur einer. Manchmal hat man gar keine andere Möglichkeit und man beide Elternteile arbeiten. Ich glaube, da muss man sich ja arrangieren. Es gibt auch unterschiedliche Modelle. Das finde ich auch spannend. Habe ich auch zwei sehr unterschiedliche Frauen interviewt in meinem Buch dazu, wie die das handhaben. Und ich fand es auch spannend zu sehen, dass es mehr oder weniger gleichberechtigt auch funktioniert, aber es ist ein Commitment. Und das ist ja immer. Ja, genau. Also absolut, es ist für beide ein Commitment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass eines meiner Kriterien, nicht das einzige Kriterium, aber eines meiner Kriterien, auch wie ich meinen Partner ausgewählt habe, ist, wie steht er denn dazu, dass ich
arbeite, dass ich auch arbeiten will, wenn wir Kinder haben und so weiter. Weil für mich ist das gerade ein sehr aktuelles Thema. Ich bin schwanger und habe eine sehr positive Erfahrung gemacht, von der ich jetzt einfach mal berichten werde. Und zwar wurde ich letztes Jahr, kurz bevor ich schwanger bin und es auch eben wusste, angefragt, dieses Jahr im November auf einer Tagung zu sprechen. Und ich habe natürlich zugesagt, weil ich das Thema toll finde. Es geht um das Thema Selbstführung. Es sind mehrere Tage im November. So, jetzt erfahre ich aber Ende des Jahres, dann im Dezember, Januar, dass ich schwanger bin. Und habe mir dann natürlich auch ausgerechnet, dass im November das Kind dann 3 Monate alt sein wird. Mein Mann arbeitet, er ist in der Wirtschaft, hat auch eine Führungsposition. Und jetzt kommt die Frage auch, wie managen wir das? Mhm. Und ich hatte so eine Angst, überhaupt mit diesem Leiter dieser Tagung jetzt in Kontakt zu kommen und ihm das alles so auszubreiten und ihm zu sagen, so sieht es gerade aus und ich will gerade nach einer Lösung finden und es ist eigentlich keine Option für mich, weil das Kind ist dann schon 3 Monate und nach 3 Monaten wird es mir auch gut gehen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja, ich gehe mal nicht vom Worst-Case-Szenario aus, sondern vom Best-Case-Szenario. Und mein Mann und ich haben es so für uns gelöst, dass er mitkommt, dass er sich an diesen Tagen frei nimmt. Und in der Zeit, in der ich die Vorträge halten werde, wird er auf unser Baby aufpassen. Mhm. Und es war so eine ermutigende Erfahrung für mich, weil es gezeigt hat, es ist machbar. Und genauso wollen wir das zumindest für uns auch weiterleben. Mhm. Und dann ist es auch okay, wenn in dem Fall der Mann oder der andere Partner auch Urlaub dafür nimmt oder vielleicht einen Kompromiss eingeht oder so. Ne? Das muss irgendwie von beiden Seiten kommen. Und für mich war es einfach so eine schöne Erfahrung, dann eben auch vom Leiter dieser Tagung zu hören, ja super, macht es doch so, ne? Nehmt Kind und Partner mit, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Da habe ich in meinem Kopf das größere Problem gesehen, aber die Lösung war eigentlich schon da. Schöne Erfahrung. Ja, ich berichte dann mal danach, nach dem November, wie es geklappt hat. Was, ich habe noch eine Frage zum Thema Leiter. Was denkst du, wie können Frauen, oder sind wir auf einem guten Weg, dass Frauen und Männer gut gemeinsam leiten? Oder braucht es da noch mehr? Oder was braucht es da noch mehr? Also ich glaube schon grundsätzlich, dass wir auf einem guten Weg sind, auch in den Gemeinden. Natürlich nicht überall Einblick, aber ich denke schon, vor allem auch, weil wir drüber sprechen, über das überhaupt thematisieren. Ich bin natürlich jetzt nicht Expertin, da gibt es ein super tolles Buch, auf Augenhöhe, heißt das von Daniela Mailänder und Uli Eggers. Mhm. Die beschreiben das schon mal sehr gut und ich hab reingelesen und fand sehr bezeichnend auch, dass Uli Eggers als Mann, der auch viele Jahre lang eine sehr große Firma geleitet hat, dass er manche Dinge sehr selbstkritisch auch reflektiert hat, auch aus seiner eigenen Leitung und eben auch Strukturen, die für Frauen manchmal hinderlich sind oder so, wenn man da manchmal sagt, ja, das ist ja auch so ein Totschlagargument, ja, wenn eine Frau will, dann lasse ich sie auch leiten, muss ich ja nur sagen. Es gibt ja doch Gründe, die einen daran hindern. Es ist ja dann doch nicht so einfach manchmal. Mhm. Von daher finde ich das super, dass wir uns einfach, dass so eine Awareness da ist, dass Frauen Potenzial haben und dass sie gemeinsam mit Männern noch viel besser sind als alleine und dass Männer auch gut ergänzt werden können durch eine weibliche Sichtweise. Mhm. Mhm. Und oft, jetzt komme ich wieder zum Klischee, also oft eine gewisse Orientiertheit da ist bei Frauen, nicht nur eine Gewinnmaximierung oder so. Vielleicht Frauen sich auch eher mal trauen zu sagen, ja, dadurch verdienen wir jetzt vielleicht nichts, aber es tut dem und dem gut oder es dient einer größeren Sache vielleicht auch, jetzt mal im Wirtschaftskontext, dass man einfach ein bisschen den Horizont auch breiter macht.
Jeder kann alles wissen und Frauen wissen auch nicht, wie Männer ticken und andersrum auch selten, aber ja, dass man einfach gemeinsam an den Dingen arbeitet, das finde ich gut. Und ich glaube, das funktioniert schon sehr gut. Ja, das ist echt gut. Ja, wir brauchen einander und lasst uns da im Gespräch miteinander sein und einander groß machen und ermutigen. Ne? Also was ich in meinem Kontext doch immer noch wahrnehme, wir Frauen sind schon auch noch sehr abhängig davon, dass Männer uns sehen. Gerade so in den höheren Leitungsetagen, und meine in dem Bund, in dem ich bin, gibt es zwar mittlerweile, ich glaube, von über 200 Pastoren ungefähr 15 weibliche Pastorinnen, davon aber noch weniger, die auch wirklich leitende Pastorinnen sind. Und auf den ganzen anderen Ebenen, so die es da im Bund gibt, in der Bundesleitung und so weiter, das sind immer noch nur Männer. Und da tut sich schon ganz viel, auch von der Leitung. Und da will man auch noch mehr Frauen fördern. Aber da sind wir Frauen, zumindest in dem Kontext, doch auch noch davon abhängig, dass Männer Leitungsbegabung wahrnehmen und sehen und uns auch herausrufen und uns Möglichkeiten und Türen öffnen. Ne? Das ist ja, je nachdem, wie man geprägt ist, also der kleine Feminist in mir, der sagt dann, ich kann doch nicht auf Männer warten, dass sie mich dann lassen und so gnädig sind und sagen, komm Elisabeth, darfst jetzt auch mal, geh mal einen Schritt zurück. Und trotzdem braucht es braucht das, dass Männer wahrnehmen, wie du sagtest, da gibt es ein Potenzial und das möchte ich fördern. Wir brauchen die Förderung von Männern, obwohl wir sie eigentlich nicht wollen, weil wir wollen ja nicht davon abhängig sein. Das ist immer wieder abhängig von Männern davon. Und trotzdem habe ich weiß nicht mehr, von wem ich den Gedanken gehört habe, aber ich habe ihn auch von woanders, dass wir uns nicht als Frauen nicht verstecken sollen vor dem Ja, aber ich kann ja nicht, ich werde nicht gelassen, also dass man nicht in so eine passive Haltung rutscht und sagt, mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, ich muss jetzt, ja, es ist halt so, ich kann nicht leiten, sondern dass man dann auch mal sagt, ich möchte diese Verantwortung gerne übernehmen, ich möchte diese Position. Das trauen wir uns nicht, weil wir denken, es steht uns nicht zu, aber alle anderen machen es auch. Ja. Diese Position. Das ist ja manchmal diese Dreistigkeit, die einen manchmal ärgert, wo man denkt, also den Job könnte ich jetzt genauso gut machen. Frauen dann aber oft eben auch in diesen Positionen, wenn sie es geschafft haben, viel mehr leisten und viel mehr zeigen müssen, oft als Männer. Weil man dann erstmal guckt, jetzt will ich aber sehen, ob die das wirklich kann. Und dadurch reiben wir uns nur wieder mehr auf und landen dann wieder in der Spirale. Wir wollen es allen recht machen, der Familie, wir verausgaben uns. Also da muss man auch sehr gut auf sich aufpassen und dann sagen, ja, das, also auf sich Acht geben einfach. Und andere Frauen, auch die Neidfrage, über die muss man auch sprechen in dem Zusammenhang. Es gibt so ein Phänomen, das heißt das Bienenköniginnen-Syndrom, glaube ich. Das heißt, wenn es eine Frau geschafft hat in so eine Leitungsposition, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine andere nachholt, relativ gering ist. Weil man immer noch denkt, ja, dann ich habe es geschafft als Frau, da ist nicht noch Platz für noch eine. Und von diesem Denken müssen wir wegkommen. Ja. Wie du gesagt hast vorhin, es gibt genug Licht für alle und wir haben Platz. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass auch wir da eine Verantwortung haben als Frauen für die anderen. Wir brauchen vielleicht nicht die Männer, die den Platz machen, sondern auch die Frauen, die vielleicht sagen, ich empfehle eine andere Frau für den und den als Sprecherin oder als für den Job oder für was auch immer. Obwohl wir es vielleicht gern gemacht hätten oder eben denken, naja, bevor ich eine andere Frau empfehle, empfehle ich lieber einen Mann, damit es mir keiner die Show stehlt. Da muss man da muss man wieder demütig sein, um das sich auch einzugestehen, dass man, dass man auch vielleicht auch neidisch ist auf den Erfolg der anderen, aber es den eigenen ja eigentlich nicht schmälert. Und dann entsprechend gegensteuern. Dass man nicht in die gleiche Falle tappt. Das ist so gut, dass du darauf kommst. Das wäre nämlich meine nächste Frage, weil wir jetzt so viel von Frauen und
Männern gesprochen haben, wie sieht es denn aus bei Frauen und Frauen? Und ich nehme das sehr, sehr ähnlich wahr wie du und habe da auch schon mittlerweile ganz viele spannende und echt gute Beispiele von Frauen mitbekommen, die sagen, ich komme aber nur, wenn es noch eine zweite Frau gibt. Ne? Weil ich glaube, es gibt auch Statistiken, die sagen, wenn nur eine Frau da ist, macht es immer noch nicht so, hat es immer noch nicht so einen Impact. Also es braucht mindestens zwei Frauen, um auch wirklich nochmal, glaube ich, ganz anders gehört zu werden, ne? Eine Stimme zu bekommen. Ja, oder eben auch Männer, die sagen, und das finde ich auch mutig, du hast gerade von Einladung zu einem Vortrag gesprochen, die sagen, ich komme nicht, wenn es nicht zumindest ein oder zwei Frauen gibt und wenn ihr nicht genug Spots habt, dann nehmt meinen weg. Ne? Das sind echt so ganz praktische Beispiele. Wie machst du das persönlich? Wie gehst du da irgendwie mit diesem mit diesem unsichtbaren Wettbewerb um, den es ja eigentlich nicht gibt? Das ist manchmal noch gar nicht so einfach, weil der Neid, der schleicht sich so ganz subtil ein und man denkt, man ist da erhaben und ist so empowernd, weil man weiß ja, dass es wichtig ist und man weiß ja, Sisterhood ist wichtig. Und am Ende ertappt man sich dabei, dass man denkt, warum hat sie jetzt mehr Erfolg als ich? Oder was ist mit mir jetzt nicht gut, dass das bei mir nicht klappt und woanders schon? Ich glaube, dass man das überhaupt sich eingesteht, ist schon mal hilfreich. Und ja, genau, dieses sich wirklich einbläut, mein oder der Erfolg der anderen ist nicht mein Misserfolg, sondern der ist mein Erfolg. Und wir uns gegenseitig unterstützen und stärken und auch wenn andere Frauen vielleicht das Gleiche machen wie ich, heißt es nicht, dass ich und meine Stimme nicht mehr wichtig ist oder dass ich gleich aufgeben sollte, weil die sind bekannter als ich oder weiß ich nicht, machen das besser, können besser reden, sehen besser aus, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist auch wieder viel innere Arbeit, weil am Ende nur ich bin neidisch, der andere vielleicht auch, aber das weiß ich nicht. Und ich schleppe das Gefühl vom Neid mit mir rum und bin dadurch blockiert auch. Und komme gar nicht dahin, dass ich inspirieren kann. Also vielleicht sollte uns der Neid eher inspirieren, weil man denkt, hey, das ist eigentlich was, das ich auch gern hätte, wie komme ich dahin? Aber ist gar nicht so einfach. Lässt sich sehr einfach in der Theorie drüber sprechen. Und manchmal ertappe ich mich schon dabei und dann denke ich, Mensch, Elisabeth, du weißt es eigentlich besser. Da muss man dann, weißt du, manchmal auch um Vergebung bitten, vielleicht nur für sich selber und es dann einfach versuchen, besser zu machen. Ja, aber allein beim Bewusstsein beginnt es ja. Ne? Und dann können wir Schritte gehen und das verändern. Aber ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar heißt dieser Podcast ja Live, Lead und Pray aus dem Grund, weil ich glaube, es geht ja auch hier viel um seine Berufung leben und ich glaube, Berufung ist etwas Ganzheitliches. Da geht es nicht darum, einfach irgendwo seinen Job zu machen, sondern es hat was mit Lebensstil zu tun. Wie leben wir so in unserem Alltag? Welche Gewohnheiten haben wir? Wie leiten wir uns selber? Wie leiten wir andere? Wie nehmen wir Einfluss? Und dann der Bereich Pray steht für den Bereich der Spiritualität. Und meine Frage so an dich als Leiterin, als weibliche Leiterin auch, was waren so deine ein oder zwei wichtigsten Erkenntnisse des letzten Jahres, vielleicht der letzten Monate im Bereich von, wie du deine Berufung als Leiterin lebst und das eben kombiniert mit entweder im Lifestyle oder auch in deiner Spiritualität, so wie verbindest du das, wie lebst du das und was waren wichtige Erkenntnisse? Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass Ruhe nötig ist und sie auch ganz unterschiedlich aussehen kann und ich nicht alles kontrollieren kann und muss und deswegen ruhig sein darf, auch ruhig in Gott sein kann, weil ich weiß, er hat die Dinge im Griff, die ich nicht mehr kann. Also mich so wie drauf verlassen, dass ich
mein Teil und meine Begabung oder auch Berufung nutze und gleichzeitig aber weiß, wenn ich versage, hat Gott noch lange nicht versagt. Ich darf mir auch eine Pause gönnen und muss nicht immer nur hasseln bis zum Umfallen, sondern ich kann auch mal einen Tag einfach Sabbat machen, also Ruhe genießen. Und da muss ich nicht immer nur auf dem Sofa liegen, sondern jeder hat eine andere Definition von Ruhe wahrscheinlich. Genau, dass das gut sein kann. Ja, und auch so eine Art Ausgleich finden. Also ich finde, man hat ja schon grundsätzlich schon sehr viel zu tun im Leben, wenn man drüber nachdenkt, ich muss gesund essen, ich muss genug trinken, ich muss mich bewegen, meine Beziehung pflegen und stille Zeit machen, das ist schon ganz schön viel. Und dann hat man noch Verantwortung und ich versuche eigentlich, das so in Einklang zu bringen. Also auch körperlich mich zu betätigen und gesund auch mit meinen Emotionen umzugehen, gut zu kommunizieren. Und da hilft irgendwie auch eine Rückbesinnung auf Gott und zu gucken, wie hat Jesus das gemacht. Ist manchmal hilfreich, manchmal ist es ein hoher Anspruch und man denkt, ja, man schafft es nicht so. Aber es kann einem Vorbild sein. Genau. Also ein bisschen Druck von mir wegnehmen und den Druck oder die Verantwortung auch Gott überlassen. Ja. Das habe ich im letzten Jahr schon auch gelernt. Das sind echt wichtige Erkenntnisse. Einmal Ruhe finden. Darin war Jesus ja so gut. Er hatte so einen wichtigen Auftrag und auch eine begrenzte Zeit dazu und hat sich doch immer wieder die Zeit genommen und hat sich zurückgezogen von der Menschenmenge, von seiner Verantwortung, um einfach Zeit in der Stille und auch mit seinem Vater zu haben, ne? Und dann der andere Punkt, den du genannt hast, auch so gut, dass wir die Verantwortung immer wieder auch auf Gott abgeben können. Und ja, dieser simple Satz, sorgt euch um nichts, ne? Ist ja oft so schwer in der Praxis umzusetzen. Elisabeth, ich danke dir ganz herzlich. Das war so ein schönes Gespräch. Es war wirklich unser erstes Gespräch. Wir kannten uns vorher nicht. Und ich würde mich riesig freuen, einen Kaffee mit dir trinken zu gehen, wenn du mal hier in der Nähe bist oder wir in der Nähe. Ich habe das Gefühl, da ist echt so viel in dem Thema drin. Da kann man eine ganze Podcast-Reihe draus machen. Ja. Also vielen Dank für deinen Input. Danke für dieses wunderbare Buch. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wo kann man das Buch am besten bestellen und finden und wie kann man dich am besten erreichen, wenn man Kontakt mit dir aufnehmen will? Also das Buch ist erhältlich in jedem Buchhandel. Unterstützt den lokalen Buchhandel, die Buchhandlung vor Ort oder direkt beim Verlag, beim Neukirchner Verlag kann man es bestellen. Erreichen könnt ihr mich über Instagram, das ist eigentlich immer am besten. Habt einen Account, der heißt Leiten auf Weiblich. Und da könnt ihr mir schreiben, wenn ihr was loswerden wollt. Sehr, sehr schön. Also nochmal vielen Dank, Elisabeth. Danke dir. Ja, sehr gerne. Und schön, dass ihr, du wieder mit dabei warst, du zugeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du dein Feedback dalässt, wenn du diese Folge auch anderen weiterempfiehlst, denen das helfen kann, die das ermutigen kann. Und ansonsten freue ich mich, dich auch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.